Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu das schwarze Auge Satinavs Ketten. Wir reden jetzt über nichts weiter mit ihm. Mehr muss ich dazu nicht hören. Und vielleicht weiß er noch etwas über den Feenforscher. Wisst ihr, ob ein Feenforscher Andergast erreicht hat? Ein auffälliger Kerl namens Giacomo Nauta. Nie gehört. Frag lieber mal in der Magierakademie. Die kennen sich mit sowas besser aus. Ja, von denen sind wir ja sehr... Die sehen uns ja sehr gerne. Warum hast du denn deine Queste nicht geschafft? Ihr sitzt hier, weil ihr an der Aufgabe gescheitert seid? Ich wage nicht, unverrichteter Dinge zurückzukehren. Ob ich nun Bericht erstatte oder nicht. Unser aller Ende ist doch nicht mehr aufzuhalten. Zu verharren und aufzugeben hilft genauso wenig. Lass mich. Ich habe versagt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel schwerer ist, diese Last zu tragen, als mein Leben für das Land zu geben. Ja, vielleicht können wir seine Ausrüstung mitnehmen. Nee, geht nicht. Aber hier hätten wir einen Eichenzweig. Seht, ein Zweig hat überlebt. Ein Zeichen der Hoffnung. Träum weiter, Junge. Oder noch besser, träum gar nichts mehr. Tja, dann nehme ich ihn mit. Der hat wohl den Wintereinbruch verschlafen. Knack. Abgebrochen, mitgenommen, eingepackt. Yeah. Seine Sachen können wir wirklich nicht mitnehmen, das ist schade. Jetzt bin ich mal gespannt. Können wir hier runterlaufen? Nein. Oh meine Güte, sind das viele Krähen. Und Raben und leck mich am Arsch. Ja, wir gehen jetzt nach Andergast und schauen mal, was wir hier machen können. Da ist Olgierd. Wer hätte gedacht, dass ich mich einmal freuen würde, Olgierd wiederzusehen. Hallo. Olgierd, was machst du da mit der Heugabel? Geht weg. Lasst mich in Frieden, Albträume. Beruhige dich, ich bin es, Geron. Geron? Ausgerechnet du, kurz vor dem Ende. Ja, was ist denn passiert? Was hast du nur? Was ist mit Ulfried passiert? Er ist tot. Ich habe ihn mit der Forke niedergestochen. Warum? Warum hast du Ulfried umgebracht? Ja. Du gibst mir die Schuld, nicht wahr? Ich bin schuld. Ich höre sie rufen. Mörder! Mörder! Da ist nichts, Olgierd. Hör doch. Warum hast du das getan? Ich hatte diese Träume, dass ich seinetwegen verrecken muss. Seinetwegen. Da glotzte er mich immer an. Mit seinen gierigen Schweinsaugen. Grunzte, er hätte Hunger. Immer wieder. Ich hab Hunger. Ich wusste, er frisst mich mit Haut und Haaren. Er frisst mich, wenn ich ihm die Forke nicht durch den Kopf treibe. Welches Ende? Weil du gesagt hast, kurz vor dem Ende. Was meinst du mit Ende? Ich bring mich um. Ich kann nicht mehr. Rede keinen Unsinn. Die Träume, Geron. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich seine Fratze. Im Schlaf sucht er mich heim. Ich bin ein Mörder, Geron. Und Mörder müssen sterben. Nein, 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 nein. Gib mir mal die Heugabel. Gib mir die Heugabel. Nein, sie lag hier. Jetzt ist sie mein. Kannst sie bald haben. Ich brauche sie nur noch einmal. Du sollst aber dich nicht umbringen. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? Ja, wir sind schon so teilweise schuld, aber eigentlich nicht, nein. Ja, du bist doch nicht schuld. Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. Der Seher ist schuld. An allem hier ist doch der Seher schuld. Er hat die Krähen geschickt. Er ist schuld an deinen Albträumen. Ja, aber ich bin schuld an Ulfrieds Tod. Nein, der Seher ist es. Ohne ihn wäre Ulfried noch am Leben. Ich weiß nicht. Komm, gib mir dein Vertrauen. Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Wir wollen keine Feindschaft. Ich bin nicht dein Rivale, schon lange nicht mehr. Inzwischen weiß ich nämlich, wer an all dem schuld ist. Ich habe nichts gegen dich. Andergaster halten zusammen, richtig? Ich weiß nicht. Gib mir jetzt deine scheiß Heugabel. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein letzter Freund. Sie wird mein Gewissen zum Schweigen bringen. Ich will ihm seinen Selbstmord immer noch ausreden. Lass den Unsinn, gib es, wird sicher. Ausgerechnet dir bla, vielleicht bla, bla, hast, warum bla, bla. So... Ja, wir wollen sein Vertrauen gewinnen. Vertrau mir alles. Ach ja, bla, hatten wir schon.
Ich bin kein Unglücksbringer. Hast du nicht immer gesagt, dass das Unglück über Andergast kommt, wenn ich nicht verschwinde? Ja. Aber ich war verschwunden. Und sieh, was danach geschehen ist. Ja, das stimmt. Kann das nicht bedeuten, dass ich durch meine Rückkehr die Dinge wieder richten? Aber dafür musst du mir vertrauen. Meinst du wirklich? Ja. Du bist auch nicht schuld. Gib mir jetzt die Heugabel. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein letzter Freund. Sie wird mein Gewissen zum Schweigen bringen. Ja, wir probieren es noch einmal und dann soll es umbringen. Lass den Unsinn, gib es. Gib mir die Heugabel, bla 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 bla. Wir sind kein... Ja, ich will sein Vertrauen nochmal gewinnen. Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Ja, ich bin kein Unglücksbringer. Hast du nicht immer gesagt, dass das Unglück über Andergast kommt, wenn ich nicht verschwinde? Ja. Aber ich war verschwunden. Ja, das kann mir gerade schon gehört. Meinst du? Ja, du bist auch nicht schuld. Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. Der Seher ist schuld. An allem hier ist doch der Seher schuld. Er hat die Krähen geschickt. Er ist schuld an deinen Albträumen. Ja, aber ich bin schuld an Ulfrieds Tod. Nein, der Seher ist es. Ohne ihn wäre Ulfried noch am Leben. Ich weiß nicht. Gib mir jetzt die Heugabel. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein letzter Freund. Sie wird mein Gewissen zum Schweigen bringen. Naja gut, dann gucken wir erstmal weiter. Mach keine Dummheiten. Nur noch ein paar Atemzüge. Bring dich jetzt bloß nicht um. Hey, da ist unser Tonkrug. Mit diesem Krug hat einmal alles angefangen. Scheint Jahre her zu sein. Ja, den können wir jetzt vielleicht auch mitnehmen. Ich brauche deinen Krug, Olgirt. Nimm ihn dir. Nimm alles, was du finden kannst. So, dann gehen wir vielleicht mal zu uns in die Wohnung. Mal sehen, was wir hier finden werden. Da bin ich also wieder. Das Bild ist nicht mehr so gut. Wenn ihr wüsstet, was ich erlebt habe. Ihr Bild verwischt mehr und mehr. Ja. Hier hinten können wir kein bisschen machen. So. Dann schauen wir doch mal, vielleicht haben wir hier noch was. Eine Öllampe. Damit lässt sich das Gebräu erhitzen. Sie steht da, wo sie stehen muss. Okay, dann hier hätten wir Glasscherben. Darin hat Gwynling seine sonderbaren Tränke gebraut. So, dann haben wir wieder ein paar mehr Glasscherben eingepackt. Dann hätten wir hier ein Herbarium. Gwynlings kleine Pflanzenkunde. Können wir es mitnehmen? So. Dann das Bild. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Kannst du es immer noch nicht lesen? Wir haben Glasscherben, vielleicht kannst du es vergrößern. Ich weiß nicht. Halt, Moment, das sind Glasscherben. Vielleicht können wir die wieder zusammensetzen. Ja, ein Glaskolben. Gwynling würde sich die Haare raufen. Ups, ja, den müssen wir da drauf stellen auf den Dreifuß. Und jetzt kommen vielleicht die Alraune da rein? Ich muss sicher gehen, dass das wirklich eine Zutat für Gwynlings Gegenmittel ist. Achso, ja, wir sollten vielleicht nochmal reinschauen. Gwynlings kleine Pflanzenkunde. Warum kann ich da nicht reingucken? Ja gut, dann gucken wir mal in die Schublade. Was haben wir denn da? Vielleicht können wir die Alraune da reinstecken. Ich behalte sie besser. Sie dann zusammenknicken oder so. Oder das Buch. Ich werde darauf aufpassen. Gute Frage. Vielleicht können wir sie auch anzünden. Lieber nicht. Oder ein bisschen dran rumschnipsen, schnitteln, schneiden. Natürlich. Was hat er denn jetzt gemacht? Eine leere Schublade braucht keinen Boden. Hä? Ja, ich habe jetzt eigentlich gedacht, das funktioniert eh nicht. Was haben wir denn da für ein Rezept? Gwynlings Mittel gegen den Fluch der Krähen. Ah, das haben wir gefunden. Cool. Gwynlings Mittel gegen den Fluch der Krähen. Ich brauche
Eine Alraune? Haben wir. Eine Yoruga? Nein. Zwei Unzen Trashbart? Etwas, das Krähen anlockt? Und etwas, das Feenmagie enthält? In Klammern? Vermutlich? Alles zusammen wird im Glas erhitzt. Okay, wir haben schon teilweise etwas davon, zum Beispiel eine Alraune. Eine Alraune? Dann einen magischen Eiszapfen. Etwas, das vermutlich Feenmagie enthält. Und ein brauner Eichenzweig. Kriegen wir da nicht rein? Okay, dann gehört er nicht dazu. Eine Flechte vielleicht als dieser Bartersatz oder was das war. Ich muss sicher gehen, dass das wirklich eine Zutat für Gwindlings Gegenmittel ist. Und ja, ansonsten haben wir nichts weiter. Wir könnten noch anzünden. So, das brennt schon mal. Wieso können wir das da nicht reintun? Wir könnten aber den Tonkrug vielleicht an... So wird das nichts. Ja, ich habe gedacht, den können wir vielleicht schon hinstellen. Gut, dann schauen wir mal raus. Nee, da ist nichts weiter hier oben. Wir probieren jetzt einfach nochmal den Typen da draußen, also den Olgit, zu überreden, dass er sich nicht umbringt. Die Harke könnte uns nützlich sein. Alles gut, Olgit? Bald bin ich soweit. So, erstmal wollen wir ihn seinen Selbstmord ausreden. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? Ja, wir versuchen mal, sein Vertrauen zu gewinnen. Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Und ich bin kein Unglücksbringer. Hast du nicht immer gesagt, dass das Unglück über Andergast kommt, wenn ich nicht verschwinde? Ja. Aber ich war verschwunden. Und sieh, was danach geschehen ist. Ja, das stimmt. Kann das nicht bedeuten, dass ich durch meine Rückkehr die Dinge wieder richten? Aber dafür musst du mir vertrauen. Meinst du wirklich? Ja, du bist nicht schuld. Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. Ja, eigentlich ist er ja nicht schuld. Er wurde verzaubert oder er hatte Angst. Einer von den zwei muss es ja sein, weil das obere funktioniert ja nicht. Dann probieren wir mal, Olgierd wurde verzaubert. Er wurde verzaubert. Du warst nicht du selbst. Diese Krähen haben dich verzaubert. Verzaubert? Ja, du hättest Ulfried doch niemals etwas getan. Also muss das ein Fluch gewesen sein, der mit deinen Händen die Heugabel geführt hat. Meinst du wirklich? Ja, und jetzt gib sie her. Na los, gib mir die Heugabel. Vielleicht hast du recht. Also gut. Nimm die Forke. Wasch sie ab. Und wenn ich wieder Träume habe? Dann stell dich ihnen ohne Angst. Versuch sie zu verstehen. Ja, wir haben ihn also jetzt gerettet. Obwohl er eigentlich so ein Arschloch zu uns war. Aber wir sind ja nett, ne? Gut, nach oben können wir nicht. Wir können da runter und wir können davor dann... Das kommt ja sowieso beides aufs Gleiche raus. Und wir schauen uns aber erstmal um. In den Tempel kommen wir nicht. Hier liegt auch nichts weiter. Da hinten war noch eine Leiche und da ist der Kräuterstand. Was wohl aus Hilda geworden ist. Verlassen. Also da ist eine Leiche. Das ist Olgierds Freund Ulfried. Oh. Der Rabe wird für jeden Toten bezahlen. Den hat er aber schön umgebracht. Und einfach liegen lassen, die Sau. Da würden wir in die Magierakademie kommen. Da wollen wir dann ja auch rein. Wir schauen uns aber in den letzten paar Minütchen noch schnell mal die Burg an. Ich wollte jetzt eigentlich das Bürgchen sagen, aber das klingt komisch. Ja, deswegen habe ich es gelassen, aber ich habe es ja trotzdem gesagt. Die Krähen haben von dem Stadtbanner nichts übrig gelassen. Falls die Krähen jede Stadtbanner so zurichten, wäre es ein starker Köder. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Dann haben wir einen Köder. Runde damit. Und einfach... Weg mit dem Fetzen. So. Ja, wir können hier nichts weiter aufhängen, genau. In den Tempel kommen wir auch nicht.
Die Burg ist auch zu. Und hier hätten wir Krähen. Die Krähen haben von dem Stadtbanner nichts übrig gelassen. Fast so, als wüssten sie, was es den Andergastern bedeutet. Ja, und ansonsten haben wir hier nichts mehr. Dann gehen wir jetzt zurück. Na komm. Und gehen in Richtung der Magierakademie. Lauf, Geron, lauf! Noch ein Stück, noch ein Stück. Wir reden mal mit dem... Ne, wir schauen uns erstmal das Wachhäuschen an. Alle haben sich verkrochen. Niemand kämpft mehr. Außer er. Wer da? Mit welcher Absicht? Ich bin Geron, der Vogelfänger. Was willst du? Ja, was wir aber wollen, das seht ihr denn in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!